Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch jetzt in diesem Video einmal meine Top 5 Wargames vorstellen, die sozusagen jetzt demnächst veröffentlicht werden. Den Anfang macht Broken Arrow. Das ist ein groß angelegtes Echtzeitstrategiespiel für moderne taktische Kriegsführung. Slytherin verspricht ein einzigartiges Armeeaufbausystem und tiefgreifende Werkzeuge zur Anpassung von Einheiten. Über 300 realistische Einheiten und Technologien mit 1500 Kombinationsmöglichkeiten sollen einen endlosen Wiederspielwert ermöglichen. Zudem wird ein mächtiger Editor enthalten sein. Im Gegensatz zu Regiments gibt es einen Multiplayer. Spielbare Fraktionen sind USA und Russland. Ein Release-Datum ist bis jetzt noch nicht bekannt. Mit Modern Naval Warfare geht's unter Wasser. Ihr seid Commander des neuesten und tödlichsten Atom-U-Boots der Vereinigten Staaten, die SSN 774 Virginia Class. Das Besondere, ihr könnt im kooperativen Modus spielen. Teilt euren Freunden eine Vielzahl hochdetaillierter Stationen zu oder stell dich ihnen als Feinde entgegen. Es gibt eine große Auswahl an Waffen. Dank realistischer Meeresböden könnt ihr Verstecken spielen, zum Beispiel in den Unterwassertälern des Südchinesischen Meeres. Mehr als eine Million Quadratkilometer und hochdetaillierter Unterwasser- und Küstenumgebung erwarten euch. Auch hier, der Release ist leider noch nicht genau bekannt. Und jetzt für die Hexfeld-Strategen unter euch. Für Strategy Command World War I kommt ein interessantes DLC. Der Empires in Turmoil DLC erweitert Strategy Command um 6 neue Kampagnen und umfasst einige der bedeutendsten Schlachten des turbulenten zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts. Mit Schlachtfeldern, die sich von Sibirien bis Ostafrika erstrecken. Mit dabei sind Szenarien bzw. Kampagnen 1912 The Balkan League, 1913 The Broken League, 1914 Hindenburgs Glory, 1915 Disaster in Mesopotamia, 1916 Lion of Africa, 1919 Shadow of the Tsars. Außerdem neue Einheitentypen, darunter deutsche Freikorps, afrikanische Askaris und der berühmte Dampfer Graf von Götzen. Es gibt selbstverständlich auch neue Ereignisse, darunter die albanische Unabhängigkeitsbewegung, die alliierte und mögliche deutsche Intervention im russischen Bürgerkrieg und eine völlig neue Siegbedingung, die die Zerstörung der feindlichen Armee und nicht die Eroberung von Territorien zum einzigen entscheidenden Faktor für den Sieg macht. Release-Datum unbekannt. Wir kommen zu der Nummer 2 meiner am meisten erwarteten Wargames. Flashpoint Campaigns bekommt ein DLC namens Central Storm. Das spielt mitten in der NATO-Verteidigungslinie in Westdeutschland im Sommer 1989. In diesem DLC-Kader sind das westdeutsche 3. Korps und das neu modellierte belgische 1. Korps zu sehen, mit Auftritten britischer und amerikanischer Streitkräfte an den Flanken. Der Warschauer Pakt-Kader umfasst sowjetische und ostdeutsche Streitkräfte. 19 neue Karten in Mitteldeutschland sowie 18 neue eigenständige Szenarien sind integriert, plus 2 neue Kampagnen mit insgesamt 11 Kampagnenszenarien mit dem belgischen 1. Korps, der westdeutschen 7. Panzerdivision und der sowjetischen 57. Garde Motorschützendivision. Release-Datum bislang unbekannt. Und hier meine persönliche Nummer 1, auf die ich kaum noch warten kann. Ein neues DLC für Command Modern Operations namens Desert Falcon ist auf dem Weg. Wir schreiben das Jahr 2027 und die Position Frankreichs in der Sahelzone ist unhaltbar geworden. Ein Staatsstreich im Tschad hat ein antikoloniales Regime an die Macht gebracht. Militante Gruppen beschlagnahmen ausländische Vermögenswerte und staatliche Sicherheitskräfte sind zur United Sahel Liberation Front übergelaufen. Die spielbare Seite hier ist Frankreich.
ein äußerst spannendes Szenario, da die Position in Frankreichs in Afrika bereits ins Wanken gerät, wird jeder Verlust von Flugzeugen oder eine nationale Demütigung als gescheiterte Mission gewertet. Ein Rennen gegen die Uhr findet statt. Militante nähern sich dem Flugplatz Masséna und die Evakuierung von zivilen Kräften muss schnell und unter angemessenen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden. Wie gesagt, ich freue mich da riesig drauf und ich hatte die Ehre, als Beta-Tester hier mitzuspielen. Ein Release-Datum ist nicht bekannt, aber der Release steht unmittelbar bevor. Ja, und das war's auch schon mit meinen Top 5 Wargames Coming Soon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat.